Hitchcocks Vögel, nichts gegen dieses Schauspiel, so der spontane Ausruf eines Zuschauers, der für das Spektakel am Abendhimmel extra ins mittelhessische Haiger gereist ist. Hört nicht auf hier. Ach, du Gott. Jeden Abend fliegen hier knapp 5 Millionen Bergfinken herbei, so die grobe Schätzung. Gezählt hat sie verständlicherweise niemand. Der Vogelschwarm ist, und das nicht nur aufgrund seiner großen Zahl, in Deutschland eine Sensation. Auch andere Ornithologen hier aus unserer Region können sich nicht erinnern, dass jemals so viele Bergfinken bei uns hier überwintert haben. Weil in Skandinavien sehr viel Schnee liegt, kommen sie dort nicht an Nahrung und weichen dann diesem Schnee so weit nach Süden aus, bis sie wieder was finden. Und bei uns sind sie fündig geworden. Hier in ganz Mittelhessen liegt ja zurzeit kein Schnee mehr. Und da finden sie fantastische Nahrungsplätze. Und zwar lieben sie die Bucheggern. Sie fressen also unsere Bucheggern und sie plündern also regelrecht dann den Wald. Beheimatet in Skandinavien, auf Nahrungssuche nun also in Haiger. Der hessische Geheimtipp wurde zunächst von ein paar tausend Bergfinken und wenigen Zuschauern besucht. Mittlerweile sind es Millionen Vögel und hunderte Interessierte, die täglich zum selben Ort pilgern. Ja, das Herz hüpft und springt natürlich, ne, wenn man sowas sieht hier, und man erlebt es ja auch hier bei den ganzen Zuschauern. Es kommen ja da Töne auf, wie hier gigantisch, oder man kriegt Gänsehaut auf den Rücken und so weiter, ne, wenn man diese Schwärme sieht, wie sie jetzt hier ankommen. Sehr beeindruckend, ausgesprochen beeindruckend, und es war einfach, kann man sich gar nicht vorstellen. Aus ganz Deutschland kommen mittlerweile die Vogelkundler und Interessierten. Wie lange das Schauspiel noch zu sehen ist, ist jedoch offen. In dem Moment, wo sich die Großwetterlage ändert und es kommen vielleicht etwas wärmere Südwestwinde, dann lassen sie sich von diesem Wind, dann müssen sie nicht aktiv so viel fliegen, sondern sie lassen sich von diesem Wind langsam nach Norden tragen, wo sie dann auch dort wieder, in Norddeutschland gibt es ja auch schöne Buchenwälder, sogar in Südschweden, wo sie dann dort sich sicherlich niederlassen und da nochmal Kräfte sammeln für den Weiterflug nach Norden. Und das ist ganz wichtig für sie, dass sie mit viel Energie im Brutrevier ankommen, im Norden von Skandinavien, weil dementsprechend mehr oder weniger Eier können sie auch legen, weil die Weibchen dann fitter oder nicht ganz so fit sind. Ein Besuch lohnt sich, allerdings sollte man unbedingt den Expertentipp beachten. Mütze aufsetzen und Mund zu, naja, sie wissen warum.